So, Freunde, willkommen zu Splatoon S. Ich habe mir diese Stiefeln vom letzten Part jetzt doch gekauft. Ich habe sie auch an. Da fehlen ja noch zwei Effekte drauf und mit meinen zwei Effekten war ich nicht zufrieden. Ich habe sie einfach ersetzt und vielleicht kann man die ja hochleveln und die Effekte bleiben gespeichert, so wie das, ja, halt bei den anderen Spielern war. Also, dass sie jetzt zwei Lauftempos kriegen und sonst nichts. Wenn das so ist, dann ist das eine gute Idee, aber ja, ich glaub's nicht. So. Ach, Mensch. Wir spielen natürlich noch immer auf den gleichen Maps. Wir sind noch immer Sonntag, zwischen 12 und 4 Uhr. Und ich habe die Waffe gewechselt, weil, ja, die Sucher im letzten Part mich ein bisschen enttäuscht haben. Besonders hier, wo es sehr viele Lücken gibt, also sehr viele Wände, wo man sich verstecken kann, sind die Sucher nicht so erfolgreich. Aber die Schutzwelle dann doch. Und wie kann man denn so schnell in die Richtung ziehen? Das ist so unglaublich. Da ist doch Lag im Spiel. Ja. Trotzdem haben wir die Führung. Ich denke, heute läuft es wieder besser. Ich hoffe es zumindest. Nee. Darf ja nichts loben hier. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da oben, da oben, da oben. Ah, okay. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Schieß ihn, los, Tinte. Wie lang braucht der denn? So. Jetzt haben wir den grünen Bereich. Super. Da ist schon wieder dieser. Jetzt ist schon wieder dieser Sniper dort. Das gibt's doch nicht. Ich will die Heulbeue. Ich will endlich eine Heulbeue. Um ein bisschen am Spawn rumzudrängeln. Aber ich krieg sie nicht eingefärbt. Jetzt vielleicht. Los, los, los. Schnell, der Sniper. Oh mein Gott, der Sniper. Oh mein Gott. So, jetzt lenkt die den Bastard ab. Schießt da noch schön rein. Das schwächt das Tinferno ab. Und wir haben eine gute Partie. So, jetzt haben wir dann einen schönen Schutzwall. Kann man ein bisschen durchballern. Wenn sie dann nicht von der anderen Seite kommen. Oh mein Gott, wir sind ein Freund. Ja, es ist ein heißes Match. Ja, okay, ich dachte. Ja, dann durchhalten, durchhalten. Die haben nämlich jetzt gleich wieder die Oberhand. Ah, Gott. Es wird wieder nichts. Ah, warum kommen die denn da vorbei? Ja, dieser scheiß Blaster. Ich könnte kotzen, wenn ich von so einem umgebracht werde, weil es ist unglaublich. Man muss dreimal mit diesem scheiß Blaster auf die Gegner schießen und die Gegner einmal und du bist down. Ich weiß nicht, machen die das im richtigen Moment? Treffen sie etwa perfekt oder was läuft da? Oh, eine Heulbeue. Eine gekreuzigte Heulbeue, komm. Ja, noch eine. Schön, endlich mal jemand getötet mit dem Teil. Ja, der Konter läuft. Ja, okay. Es ist wieder los. Es ist unglaublich. Du hast wirklich besser. Du wartest, bis das die Gegner eine mächtige Strafzeit kriegen und dann fängst du erst an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das auch die Taktik von ihnen dort war. Scheint aber fast so. Sind wir durch, aber ja. Irgendwas tötet mich dann immer noch. Ich weiß nicht, die spammen dort ihre Sachen. Oh mein Gott. Naja. War ja klar. Dann geht's halt in der nächsten Schlacht vielleicht besser, aber so geht's nicht. Wir müssen gewinnen, Leute. Weil wir verlieren immer 2 Punkte, wenn wir gewinnen und verlieren. Das ist nicht so gut. Jetzt muss da wieder ein bisschen mehr Pfeffer dahinter sein. Na komm, jetzt geht's aber besser. Jetzt sind wir aufgewärmt. Jetzt werden wir gewinnen. Oh ja, wir werden gewinnen. Wir haben diesen scheiß Luna Blaster im Team. Es gibt gleich mal einen cool. Und ihr gebt einen Daumen hoch. Ne? So, Schutzwall. Ah, dieser Sniper. Der Sniper regt so auf, ne? Weil du siehst ihn, er sieht dich nicht immer. Und trotzdem hast du keine Chance gegen diese Dreckigen. Was weiß ich was, das ist Japaner.
Die sind so OP in dem Game. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Haben kein Hobby. Oder, ja, das ist deren Hobby. Das ist deren einziges Hobby. Splatoon zu spielen. Oh. Wo ist denn mein Team, wenn man es braucht? Sonst hat dieser Luna Blaster doch jeden abgemurkst. Jetzt wieder nicht, oder wie? Ich glaube, es ist besser, für heute Schluss zu machen nach dieser... Eieiei. Oh mein Gott. Der Luna Blast ist gestorben. Oh mein Gott. Im Ernst. Och Gott, das wird so eine krasse Niederlage wieder mal. Ja, sie kommen von überall. Sie stehen bei unserer Base. Das ist unglaublich, ne? Sie kommen einfach nicht mehr vorbei. Oh. Wir haben jetzt die Straf... Okay. Ja, die Gegner haben die Strafzeit. Gewinnen wir denn jetzt auch? Ist das irgendwie der Plan vom Luna Blast oder von irgendwem, den wir im Team haben? Macht erstmal gar nichts. Dann, wenn es knapp wird, dann wird erstmal, ja, die Kippe beiseite gelegt und los geht's, ne? Scheint fast so. So, ich färbe hier ein. Das ist ja unsere Base. Hier müsste eigentlich alles gelb sein, aber nee. Und jetzt hau mal eine Heubrühe irgendwo hin. Keine Ahnung, kreuz irgendwie den Weg der blauen Inklinge. Und weg mit dir. Jetzt wird noch eine Bombe. Oh Gott. Ja, es läuft so gar nicht so schlecht. Bin zufrieden damit. Für mich aber... Oh, oh verdammt. Ja, der hat mich. Der hat mich schön gekriegt mit dem Kugelschild. Das ist ein schönes Kommando. Wie wir jetzt wieder Strafzeit kriegen. Ach, es ist doch zum Weinen, zum Heulen, zum Kotzen. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welche Emotion auf dieses Spiel passt. Ach Gott, gleich haben die wieder die Führung. Ja, unser Team ist völlig zerstört. Alle down. So kannst du nicht gewinnen. So, weg mit dir. Und du, so, weg. Ach, Leute, macht doch hinne. Bringt die doch um, schnell, Strafzeit. Ja, gut. Gut so. Immerhin waren meine zwei Kills relevant. Yay. So, jetzt habe ich keine Tinte mehr. Muss ich wieder abtauchen. Ich würde ganz gerne jetzt noch eine Heulbeue hier schön geradlinig reinhauen, aber... Ich glaube, die gönnen mir das nicht. Spring weg. Los, flüchte, flüchte. Ach. Der macht das einfach zu gut mit diesem Schutzschild. Der... Weiß auch nicht. Ist OP. Sowas von OP. Oh Gott. Irgendwo steht wieder... Nein, diesmal nicht, Freundchen. Diesmal nicht. Ach, Leute... Jetzt habt ihr die Schaden. Die Heulbeue ist doch da. Und ich hab schon geraschen. Damit ist halt tot. Lell. Ach. Warum springt ihr denn zu mir? Seht ihr. Ihr seht das nicht. Sie sehen es nicht. Ja, letztes Mal eine super Siegesserie. Und jetzt mal wieder Downpunkt. Naja. Ich weiß nicht, soll ich die Waffe wechseln? Ich weiß es einfach nicht. Ich würde aber sagen, ja. Ich versuche jetzt mal eine andere Waffe. Nach dem Cut habe ich eine andere Waffe. Ihr sagt zwar immer, ich solle immer die gleiche Waffe spielen, aber bei mir ist es anders. Ich muss halt wechseln und spiele mehrere. Das habe ich auch in Smash so. Ich spiele nicht nur einen Main, sondern wechsle gelegentlich durch und spiele auch mehrere Charaktere. Und so ist es auch bei Mario Kart. Ich habe da auch keinen wirklichen Favoriten.
spiele halt immer nach Lust und Laune oder ja halt, keine Ahnung, was ich gerade vorhabe zu erreichen. Ja, wenn ich lieber ein bisschen erster fahren will, ne, dann nehme ich natürlich einen schnellen Charakter, etwas schwerer. Aber wenn ich halt mehr aufs Handling gehe, um ein bisschen mit Itemkraft nach vorne zu kämpfen, dann gehe ich halt auf leichtere Charaktere mit besserem Handling. Jetzt ist es auch bei Splatoon. Ich versuche jetzt mit dem Schild halt ein bisschen was zu spielen. Akkumuliere ein bisschen die Moves der Gegner, gegen die ich halt verloren habe. Vielleicht klappt es ja. Oh mein Gott, der hat mir den Schrecken angejagt. Oh Gott. Die hier wieder rumspritzen. Eier. Und ist das hier neu? Ist neu mal so? Die beiden Seiten, die sind unterschiedlich. Aha. Ja, okay, warum nicht? Nein, nein, Freund. Ich krieg auch meinen Kugelschild. Naja, immerhin läuft der Counter. Okay, ich halt die Fresse. Sag eins. Sag einfach gar nichts dazu. Spiel einfach Splatoon. Oh Gott, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Bams, cool. Kugelschild. Und jetzt hol diese Zone zurück. Für dein Land. Oder für deine Farbe. Hoch, hoch, hoch. Überraschen, überraschen. Nice. Und noch höher, noch höher. Ich weiß ja, habe ich keinen Schutz, aber die sehen mich ja eh jetzt. Von daher ist es egal. Okay, ist niemand hier oben oder wie? Ah doch, da kommt jemand, da kommt jemand. Es ist der... Nee, es ist dieser Endzapper. Okay. Sobald ich erschossen werde oder angeschossen werde... Kugelschild. Aha, mein Freund. Diesmal habe ich die... Scheiße. Scheiße. Also das Team kann sich nicht beklagen. Ich habe gute Arbeit geleistet. Die auch, klar, aber... Keine Ahnung. Trotzdem sind die uns verdammt nahe gekommen. Okay, Streifzeit ist natürlich gut. Man muss dranbleiben. Sobald man mit dem Fadenkreuz auf jemand sitzt, dranbleiben. Ich ziehe mich dann immer zurück, weil ich denke, ja, er kriegt mich... ja, als erstes down. Aber das stimmt nicht, das stimmt nicht, Leute. Wenn ihr dran bleibt, kriegt ihr die Kerle. Und nicht, wenn man so dumm hampelt wie ich. Aber der Counter läuft. Ja, das ganze Team ist zwar jetzt tot, aber bei den anderen sieht es auch nicht besser aus. Wir konnten immerhin ein bisschen Strafzeit gut machen. So, da reinschießen. Oh, da ist einer, da ist einer. So, weg mit dir. Er kommt jetzt von der anderen Seite, oder? Ah, es läuft diesmal. Ah, ist gut so. So, ich will da wieder hoch. Weil der erlaubt es mir ja nicht. Da ist irgendwo jemand. Wir sehen nicht. Kommt Kugelschild. Nice. Jetzt werde ich hier ein bisschen rumverteidigen. Okay, und geschafft. Super. Ja, Freunde, das war den Splatoon S für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf den gleichen Maps, mit der gleichen Disziplin und vermutlich auch mit der gleichen Waffe. Ich freue mich auf euch, ich hoffe ihr auch auf mich. Und ja. Dann geht's wieder bergauf. Hoffentlich dann mal in den 90er Bereich. Wir sehen uns.